Johnson. Ach, ja. Sind Sie hier. Schön, dass ich so früh da wie zur Arbeit komme. Die Sauhund von Studenten haben doch echt bei unserem ersten Antrittsbesuch den Umgebungsgeräuschgenerator ausgemacht. Die Sauhund. Ich hab's doch gesagt, die arme Ärzte da operiere, die wissen nicht mal, ob sie ins falsche Fleisch schneiden, wenn der Patient nicht schreit. Hört er ja nicht. So eine Scheiße. Bevor jetzt da heute Morgen da wieder die ganze Patienten kommen und die Operationen beginnen und sowas, das müssen wir jetzt rein, den Generator anmachen und gucken, dass alles wieder läuft. Machen wir. Wir sind. Wo sind wir? Ich würde sagen, wir sind im Besten. Am Knick. Besten. Ah ja, genau da am ja, ich verstehe es. Ich verstehe oder? Es. Oder? Nee, warte so mal. Ganz rechts im Osten sind wir. Ganz rechts im Osten. Da, wo die Stromleitungen über die Mauer gehen. Ja, eben, genau. Genau. Das heißt. Wir könnten mal zu diesem Radio-Tower, der müsste vorne direkt sein. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo der Generator ist, aber Radio-Tower, da wo man Radio-Tower die Bewegungsgeräusche dann verschicken kann, klingt schon mal nach einem guten Plan. Das müsste da irgendwo da sein, oder? Da vorne, ich sehe ihn sogar, der Radio-Tower. Johann, sehen Sie ihn? Oh, ich glaube, ich bin gerade Blindfisch. Ich sehe. Hier drüben, da, ich guck, da, Radio Tower, direkt vor uns. Ah, ja, oh, da manchmal, da war fette Tanne. Ja. Die hat einfach eine komplette Radio Tower versperrt. Aber Johann, Sie haben ja schon wieder eine Single-Waffe dabei. Ja, aber ich habe Hunter dabei. Ach so, sagt der Frau nichts. Die weiß das nicht, die steht nicht so früh auf. Weil jetzt sind sie Single-Hunter, verstehen Sie? Das ist auch nicht so viel besser. Ja, jetzt muss ich sagen, das ist eigentlich die Waffe meiner Frau. Ey, wenn die wüsst, was sie machen mit der Waffe einer Frau. Ja, du musst ihm mir Sorge machen, wenn meine Frau normalerweise mit auf Pirsch geht. Das ist jetzt ohne Witz, wenn ihre Frau mit einer Hunter, also eine Single-Hunter-Waffe unterwegs ist. Die schläft ja immer bis um 23:30, deswegen dachte ich auch, bis dahin bin ich ja wieder zu Hause, dann merkt sie es nicht, aber jetzt öffnet sie mir gerade Auge. Oh, mein armer Johann, du müsstest ja echt mal ein Wörtle mit ihrer Schwätze, du. Ja, ich glaube, nachher heute Mittag, da knallt's bei uns. Da knallt's richtig. Ist alle Rohre. Ja, nicht nur Single, auch Auto. Dann hoffen wir mal, dass ich gut Loot mit heimbringe. Ja, weil ich glaube, sonst knallt's bei mir, wenn ich rausfinde, dass ich ihre Waffe habe. Ui. Und dann noch kein Loot mitbringe, das wäre... Ja, genau. So, da vorne ist der Radio Tower. So geht's neu. Wo können wir denn eigentlich hier Feierabend machen heute? Schon wieder ein Tunnel. Ein Tunnel nur? Oder so eine Felsspalt. Ah, hier gibt's ja gar nicht wirklich was, oder? Gibt's hier. Müssen wir nuff? Ja, könnte es aber. Das könnte doch der Generator hier sein, oder? Das rote Häusle da, der Umgebungssoundsgenerator. Ja, warte mal, das würde ja helfen. Dann könnte man schon fast schon. Ob sie da was machen können? Wo kommen wir. Warte so mal. Ah, da steht's doch. Ja, guck mal, manchmal ist man wie vernagelt. Umgebungsgeräuschgenerator. Ja, da steht's. Umgebungsraumgenerator, natürlich. So, dann, warte so. Ja. Trick 7. Ja. Haben Sie ein Messer dabei? Ich hab kein Messer dabei. Leider nicht, aber. Warte so, dann. Also wie es ruckelt. Man muss mal einfach nur dagegen treten. Zack, und es funktioniert. Einzig. Ja, wunderbar. Die Studenten haben ja keine Ahnung von Technik. Wollen wir mal da hoch? Da hoch kann man nicht. Ich habe keine Kletter-Ability, sage ich jetzt mal, als Koch. Verstehen Sie? Aha. Haben Sie Tiefenangst oder was? Ich habe Tiefenangst, richtig. Tiefenentspannte Tiefenangst. Was liegt denn da unter? Ist das ein LKW-Sattel? Das ist so umgestützt, Elch. Das ist ein Aufpasser, da können Studenten ihre Party machen, habe ich gehört. Ja, du, die stoßen ihre Zähne in alles, was sie kriegen können. Auch so irgendwelche Elche, die auf der Rücke gekippt sind. Schön Aufpasser, ja. Das ist echt Eifolk. Ich glaube, die haben die sind schon wieder weg. Die haben bis aufs Grippe aufgefressen. Oh, ihr Zeug sogar mitgenommen. Wahrscheinlich war es der Biologiestudent. So saubere Arbeit, ja, so gut abgenackt, Knoche. Das könnte nur Biologiestudent gewesen sein. Wir sind da so ein bisschen Öko immer, die lasse auch nichts übrig. Ja, schlimmes Volk, schlimmes Volk. Ja. Fast so schlimm wie die Jura-Studenten, aber nicht ganz so schlimm.
Sie haben echt was gegen die Jurastudenten, gell? Ja, da, vielleicht habe ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, kann ich verstehen. Auch im Privaten noch nie gute Erfahrungen mit den Leuten gemacht. Nee, warum auch nicht? Ich meine, Studenten sind halt einfach elends voll. Ja. Nee, nur das haben sie mal gesehen, wenn die Jurastudenten fertig sind. Dann fangen die an, immer so 2 Zentimeter über dem Boden zu schweben, als wäre sie was Besseres als alle anderen. Ekelhaft, manche sogar 3 Zentimeter, ey. Ja, haha, allerschlimmst. Allerschlimmst, sag ich dir. Deswegen kriegt er von mir ein paar blaue Bohnen. Ja, ein bisschen Blei kriegt er rein, damit er runterkommt. Richtig, dass er ein schwerer wird. Ich sag es. Oh, da ist eine Kiste. Kaputte Kiste. Da vorne, Herr Johann, da müsste irgendwo der Radartower sein. Haben Sie den schon entdeckt? Der müsste eigentlich... Ich weiß, was ich meine. Der müsste auf einem kleinen Hügel sein. Rechts, da jetzt. Ich glaube, wir sind schon da. Oh, Schuss. Studentenschuss. Die feiern. Das Semester schon rum, ist schon Zeit für Feuerwerk. Ja, die Schüsse sind ja weit weg, glaube ich, ne? Ja, wir sind noch so weit von der Uniklinik, als dass es eine Schönheitsoperation wäre. Ah, da oben ist der. Da oben ist, glaube ich, da, wo sie hinwolle. Ja, da oben. Was ist denn da vorne alles? Oh, da vorne ist eine Maschine. Eine Maschine? Eine Maschine ist da abgestürzt. Ja, du, haben sie jemals von dieser ganzen Luft- und Raumfahrtstudenten irgendwas Vernünftiges mitkriegt? Gar nichts. Gar nichts, gell? Air Force steht da drauf. Nee, leider kann ich kein Französisch. Aber ja, das. Ja, das ist von der Air France, aber erkennt man doch. Also selbst ohne Französisch. Natürlich. Steht da drauf, Air France. NATO-OTAN. NATO-OTAN, das heißt die rückwärts genau das gleiche. Na, Wahnsinn. Das ist ja... Babalutsch. Vielleicht ist das... Die in der NATO müssen ja immer alles geheim halten. Ich glaube, das war so ein Passwortflugzeug, weißt du? Da schicken sie es hin und her und da steht das Passwort groß und fett drauf, damit sie wissen, wie sie E-Mail-Konto öffnen können. Ja, sicherlich. Da ist nichts drin. Guck mal da nie. Bist du Sackgass. Okay, ich komm wieder Nuss. Kommen Sie wieder Nuss. Ah, warte, da kommt man noch tiefer. Ich bin jetzt drin. Okay, dann gucken Sie mal, ob Sie was Luke kennen. Aber ich bin unten drin, aber ich glaube, da gibt's nichts. Da, ich sehe es. Oh Gott, Sie sind das ja, ja? Hab ich mir ein bisschen erschrocken. Chillig. Komm hier Nuss? Ich hätte mir, glaube ich, jetzt gestern keine 2 Vegetarier noch eindrücken sollen. Komm da nicht raus. Herr Johann, Sie sollte ein wenig abnehmen. Ja, sagt mal Frau Oma. Sie sagt, ich bin eine viel zu fette Zielscheibe. Ja, wo sie recht hat. Aber dieser Radartower, Herr Johann, ich check's nicht, wo soll denn der sein? Haben Sie denn immer noch nicht gesehen? Wir sind doch praktisch gerade drauf zugelaufen. Moment, wo sind sie jetzt erstmal, bevor wir uns jetzt gleich... Ich bin vorm Hütle, da wo sie nice sind. Da wo sie nice sind, steil. Verstand ich. Ja, wo sind sie jetzt? Am Hütle, am Holzhütle. Immer noch, da wo sie gerade drin waren. Hinten dran oder wo? Ja, ich höre sie. Die kommen gleich ins Eck. Ah, da sind sie. Wunderbar. Gucken Sie mal, da oben auf dem Berg. Das soll das sein. Ja, der muss ja ein bisschen höher sein, weißt du, wenn der das Radio verschickt. Das ist der Radartower. Gucken Sie mal da oben, die Radarkugel. Eindeutig. Also, der hätte ich jetzt gesagt, das sind Schuss, ne? Ja, du, das sind die Radarwellen, die schicke gerade Nachrichten raus. Hätte ich jetzt schon, Wollen wir mal vorbeigucken? Ja. Können wir gerne machen. Können wir auch gleich fragen, ob die Umgebungsgeräusche auch da wieder funktionieren? Du wisst ja, jedes Radio, wenn sie nicht dauernd irgendwelche Hintergrundgeräusche abspielen können, ist es total pieplangsam und langweilig. So sieht's aus. Also kein Gag von dir ist lustig, außer sie machen so Hintergrundlache dazu. Über dieser Sitcom. Naja. Das wäre doch mal was. Jedes Mal, wenn man so ein Gag mache, dann tun wir so ein Hintergrundlache einfügen. Ja, aber da wäre ja Dauerlache. Also recht. Herr Johann, sehr gut. Ich bin der Johann Johansson, nur zur kurzen Info. Es ist nett, dass Sie mich mit Herr ansprechen wollen, aber so fürstlich bin ich ja dann doch nicht. Ja, Sie sind schon ein guter Mann. Herr Johann. John Johnson, der Koch. Johann Johansson, der Hausmeister.
Kennst du ja eigentlich auch den Hausmeister Willi von Springfield? Du, der hat eine Figur, sage ich dir. Ich frage mich immer, wie er das hinkriegt. Der ist auch Hausmeister und du, der guckt aus wie römischer Adonis. Brutal, gell? In seinem Alter. In seinem... Ebbe. Und du, der süfft. Der süfft? Glaub ich gar nicht. Ich sehe Gegner hinter dem kleinen Generator. Ich glaube, er wurde erschossen. Oh, ich habe den Schuss abbekommen. Oh ja. Ganz leichter Bauchtreffer nur. Alles gut. Dann ist ja gut, dass es nur ein leichter Bauchtreffer ist. Ich höre Stimme. Ich ziehe mich zurück. Ja, ich ziehe mich mit zurück. Ich liege. Sie auch. Oh, laufen wir mal hier. Ich weiß nicht, was das für Studenten sind, aber... Kann auch sein, dass die jetzt einfach die Studenten, die arme Radiotechniker belagert hätten und die jetzt einfach ganz fuchsig geworden sind auf alles schießen, was so vorbeikommt. Das wäre natürlich die allergrößte ungünstig. Ich habe jetzt keine Radioflagge dabei, um denen zu Bescheid zu sagen. Haben wir auch nicht angekündigt. Nee, ich glaube, die sind hinterm Gebäude, verstehst du? Ja. Hinter uns! Oh ja, ich sehe ihn! Einer ist tot. Hab's gesehen, direkt der ist umkippt. Gesicht. Der andere ist links weglaufen. Der ist irgendwo auf der Treppe. Ich laufe mal ein bisschen zurück. Guck, ob ich ihn sehe. Hat ja so ein schönes Visier oben drauf. Also der eine liegt bei dem Baumstumpf da vorne. Hab's gesehen, der ist gerade umkippt. Ich glaube, der war besoffen. Der war sicherlich besoffen. Habe gar nicht getroffen. Hätte mich auch gewundert. Da ist ein anderer. Sehr nett. Krieg Schüsse. Boah, ich muss mich hinlegen. Sie müssen übernehmen. Oh ja. Hab ihn. Zwischen die Augen habe ich es gesetzt. Oh, 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 scheiße, mein Arm. Oh je. Yeah. Rufen Sie was? Nein! Oh, scheiße. Ah. Muss ich ihm mit was auch aushelfen? Nein, aber meine beide Kochlöffel sind schwarz. Beide? Beide. Oh je. Beide. Hättest du es anbrennen lassen? Ich hab's anbrennen lassen. Ah, Schmerze, okay. Sag mal. Ja, zum Glück habe ich ihn noch. Oh! Herr Johann, hinter uns, oder? Ich geh mal nach rechts. Ich wollte gerade checken, wie das Magazin aussieht. Ich auch. Die Henne Timing, sag ich da. So, wegen Schmerzmittel, nein, jetzt funktioniert der Bub auch wieder. Ei, beide Arme zerschossen, ey. Das war Attentat. Die haben gewusst, dass sie der Koch sind. Ich glaube nicht, dass es noch Radiotechniker sind. Ich umlaufe hier mal ein bisschen auf der rechten Seite, ja? Ich glaube, das sind Antifudaisten. Die essen nichts mehr. Antifudaisten? Ja, die hätten so eine neue Splittergruppe bei den Studenten. Die hätten was gegen Köche. Die sagen, essen müsse man nicht. Den. Hennen umkippt. Sehr gut. Ich kann leider nicht mehr richtig zielen. Die Schmerzen sind ein bisschen unerträglich. Sie haben aber noch Schmerzmittel. Jetzt haben wir drei Stück gekillt. Ich habe noch Schmerzmittel, ja, alles noch gut. Ich glaube, das war's sogar. Fangen Sie mal an zu looten. Ich guck mal ein bisschen, nicht, dass da noch einer wieder nachkommt. Ich fange mal an zu looten. Ja. Oh, der hat sogar Schmerzmittel dabei gehabt, der eine. Ah, ja, nette Geselle. Ein voller Pack. Ey, das ist nett. Puh. Okay. Hopp. Nee, dann. Der eine hat noch einen großen Rucksack dabei, wenn sie einen großen Rucksack brauchen. Könnte ich sogar brauchen, ja.
Der hier hat einen dabei. Nee, komm gleich mal. Wir können noch den einen da vorne am Zaun looten. Der hat, müsste noch alles haben. Ja, machen wir, machen wir. Na, jetzt ist nicht mehr so witzig, hä? Ah, AK-74M. Oh, schau sie mal, da war was. Weg ist er. Sehr gut, ich hab ihn ein wenig mit Schulter geschossen. Man macht nichts, solange sie mich nicht treffe. So, oi, okay. Ganz in Ruhe, ey, hier am Radiotower geht's ja richtig ab. Wir sind ja auf der Spur, sag ich dir. Ja, will ich auch meine. So, nur mal kurz nachladen. Wie viel haben wir denn noch? Halbes Magazin Schuss habe ich jetzt noch mit der Hunter und dann habe ich noch meine AK jetzt frisch. Ich habe auch genug Munition, muss ich sagen. Geh mal rein ins Gebäude, oder? Warte sie kurz. Ja. Okay, AK ist voll. Hier drin, erster Stock, da ist der Tote. Den dürfen Sie looten. Mach kurz Tür zu. Ja. Geht nicht, alles klar, gehen wir weiter. So, ist nichts drin. Ja. Ich freue mich natürlich über die Waffe, aber so. Eine DVD. Eine DVD habe ich schon. Ordentlich daheim. Warte, das ist eine Arzttasche habe ich gefunden. Oh! Bandages, Medizin. Wir können sogar schon hochgehen. Ich glaube, der ist gerade frisch vom Scheißhaus gekommen, deswegen war er so spät. Frisch vom Scheißhaus? Da war direkt in die Toilette. Und abgespült war auch nicht. Oh, Tasche safe, den können Sie machen. Mach ich gern. Ah, dafür brauchen wir einen Schlüssel, bin ich mir fast sicher. Oh ja, ich sehe das Schlüsselloch. Nö, gut. Sehr gut. Oh, ein bisschen Geld. Und noch ein bisschen Geld. Und noch ein bisschen Geld. Oh, da gebe ich nachher eine Us. Ein paar Kabel. Das ist ein Server. Jo, hier ist diese Radiostation. Was glaubst du denn? Wenn sie hier schon alle Schublade. Guck. Ich glaube nicht alle, glaube ich. Es gibt hier 4 Stück. Ah, Dollars. Die nehmen wir mal auch mit. Oh, 75 Euro. Ah, schön, schön. 75 Euro. Sag Dollars ich wird sich meine Frau freuen. Da kann sie dann. Bisschen was kaufe. So, wegen Zucker. Gut. Ich glaube, sonst haben wir ja alles, ne? Oh, Ezebo. Ezebo ist gut, das kann man tauschen. Hätten Sie den PC auch schon gelootet? Den PC habe ich gelootet, ja. Ja, HDD auch noch. Oh, ich glaube, hier gibt es noch eine mehr auf dem Gelände, hä? Sehr schön. Mein Rucksack ist schon langsam wieder richtig voll, ey. Mhm. Hier sieht's. Aber ich tue hier mal schnell was trinken. Der wegen Vita sagt. Oh ja. Oh ja, aber ist auch schon fast Hälfte weg. So. Dahinter gibt's noch eine kleine Bauhütte. Und dann würde ich mal sagen, wir bewegen uns mal langsam Richtung Tunnel. Ja, Feierabend. Ja, richtig. Erstmal Bauhütte und dann noch. Wir haben wieder schön was entdeckt hier. Ja, wir haben vor allem, ja, der Generator ja läuft ja wieder. Das richtig. Wichtigst, unser neuer Arbeitgeber. Hier haben sie alles gemacht, meinten sie? Hier habe ich alles gemacht. Ab zur Bauhütte. Durch was? Das wollte ich mal gerne looten. Machen sie das. Durch so Container. Der ist leer. Ha. Verarscht, Hänse. Uns damit. Wir sehen hinten ins Gebäude, ich gehe mal kurz hoch. Dann gehe ich da auch neben dem Turm rein. Ja, machen Sie das. Mal gucken, ob es was bringt.
Sie haben ja tiefe Angst. Oh ja, gibt's ein Gebäude. Oh, es gibt sogar eine Tür. Ah, da ist ein Koffer. Tatsache, lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich. Sehr gut. Granat. Amerikanisch Granat und Russisch. Amerikanisch Granat? Könnte auch europäisch sein. Lass mich kurz gucken. Na, wie der Opa schon mal gesagt, granatisch Granat. Gell? Ah, oh, steht nichts drauf. Hätte gedacht, vielleicht steht drauf Made in Germany, aber. Kann keine weiteren Informationen geben. Schuss! Schuss auf mich! Zwei, ich sehe sie. Von wo? Wo? Oh fuck, Beine! Leg mich auf den Boden, Alter! Bin tot. Alter! Jetzt habe ich ja Hunter auf die Distanz! Und ich stirb trotzdem. Bin weg. Ei! Das waren diese blöde Survival-Studenten. Die campen die ganze Nacht, Russe, und dann gehen sie nach Hause und wissen nicht mehr, wo sie hin müssen. Und dann kommen sie halt. Schweine, wir kommen wieder. Ja, der Batzel war's.